¿Qué tal, mis amigos de boxeo? Maravilla. Y ya estamos en el BMW Park de Múnich, en Alemania, porque Ezequiel Maderna ya está presto a ser presentado en el ring de Alemania. Aquel que le ganara a Karel Itauma en Inglaterra va con las mismas intenciones. Weil das ist wirklich ein Kampf auf Augenhöhe, enger Kampf. Also da kann ich jetzt voraus gar nicht sagen, wer da die größeren Qualitäten hat. Ich hoffe, dass Timur jetzt, wo er täglich trainiert hier in Deutschland, den Kampf gestalten wird für sich. Aber ich erwarte einen Endkampf. Ja, der Mann in den weißen Hosen, das ist Nikarkojew, Timur und Maderna in den Hosen Argentinien. Und hinten ein bisschen lila-schwarz. Und der ist ganz gefährlich mit seiner rechten Geraden. Da hat er zuletzt einen ganz interessanten Mann ausgenockt, der Argentinier, den Engländer Itauma. Also seine rechte Gerade, die hat durchaus hohe Schlagkraft. Da muss Nikarkojew aufpassen gegen diesen erfahrenen Veteran. Wir schauen mal rein, wie sich das Ganze jetzt entwickelt. Ja, er hat doch schon einmal die Rechte zu spüren bekommen. Richtig. Und oh. Ja, Maderna, eben ein ganz, ganz erfahrener Mann, der ehemalige Olympiateilnehmer, schon gegen Arthur Beterbiev geboxt, viel, viel auswärts geboxt, also wirklich ganz, ganz viel Erfahrung. Richtig, und starke Leute. Ja. Und starke Leute, hat keinen Gegner ausgelassen. So ist es. Mit 12 Jahren durch den Vater zum Boxen gekommen. Auch fast 100 Amateurkämpfer. Also das ist ein exzellenter Mann. Nikarkojew ist gewarnt. Ja. 70 Sekunden noch in Runde 1. Relativ ausgeglichen. Aber Maderna, man sieht das schon. Ja, Maderna wartet, dass er über die Führungshand seine Rechte bringen kann, im Konter. Und das ist ganz gefährlich. Er liest den Gegner, guckt sich das an. Nikarkojew, du hast es gesagt, seit kurzem im Team Hasarolli, trainiert von Goni Kurtisi, auch sehr erfahrener Mann. Mit ganz großen Boxern gespart, Kovalev, Voschik. Letzten Kampf hier verloren gegen Robin Krasnicki. Da musste er aufgeben wegen einer Rippenverletzung. Da warst du ja ziemlich nah dran, würde ich mal sagen. Genau, ich habe Robin vorbereitet auf den Kampf. Und da lag Robin auch nach Punkten zurück. Und halt durch einen entscheidenden Körpertreffer hat er den Kampf für sich entschieden. Toller Kampfarm, toller Kampf. Ja, Nikarkojew hat er auch überzeugt, sonst wäre er nicht hier ins Team gerutscht. Jetzt muss er aber aufpassen, nächste Rechte. Jetzt aber auch selber von ihm. Gute Aktionen. Oh. Fängt sich da bei den linken Haken. Oh, da muss seine Defensive checken. Erste Pause, gutes Finish hier. Ja, das habe ich ja gesagt. Das wird ein ganz enges bueno, Ding. Buena, Kampf. Muy buena, welcome. Ja, de la Plata. Jetzt schauen wir mal rein bei Goni Kurtisi. El comienzo, entonces, no puso la espalda sobre la cuerda. Se centralizó. Introdujo muy bien el 1-2, donde fue mucho más rápido. A este Nikarkojew lo vio muy preocupado e incómodo con la actitud del argentino, que se despidió con un cross de izquierda. Le movieron las rodillas al muchacho de Bélgica que están peleando ahora en Alemania. Gran round del argentino, Gran round del argentino. ¿Cómo la van llevando ustedes? ¿Cómo vieron este primer round, amigos? Du musst mehr Wasser, das habe ich noch vernommen aus der Ecke. Kurtisi. Und da hat er recht, defensiv. Sonst wird das gefährlich enden. Gegen Itauma war das ähnlich. Dann hat er in England geschlagen, Maderna. Und auch da hat er über die Führhand mit der rechten zugeschlagen in Runde 4.
schöner Körpertreffer von El Olimpico. Ui. Eine Minute jetzt gleich rum in Runde 2. Jürgen, wie siehst du es bisher? Ja, ist eigentlich, Maderna macht eigentlich den Kampf, macht die klaren Treffer. Guckt sich das jetzt natürlich ein bisschen an. Und Timo muss aufpassen. Gerade in dem Schlagabtausch. Ja, kriegt er immer wieder das schlechtere Ende. Trifft zwar auch selber teilweise, aber die klaren Treffer ganz klar beim Argentinier. Der sich 2 Monate intensiv vorbereitet hat im Coelho Boxing Gym in La Plata. Also der hat das hier voll ernst genommen. Und macht das bisher auch ganz gut. Ja. Zumal nach so einem Sieg und nach einem klaren Sieg er natürlich enorm in der Rangliste steigt. Für ihn auch sehr wertvoll, klar. Jetzt Nikakojew mit einem Haken über die Führhand. Ja, dann hört er auf, da muss er ein bisschen weitermachen. Und jetzt lässt er halt den Argentinier wieder sich so ein bisschen entwickeln, ausruhen. Er wartet, guckt sich das aus. Er sucht den richtigen Moment hier im BMW Park bei der 2. Hazzaroli Profi Boxgala. Ich habe schon mal einen Kampf gesehen von Timo gegen Avni Yildirim. Da lag er am Boden. Ich glaube, in der ersten oder in der 2. Runde. Und da macht er eigentlich den Kampf für sich. Wieso der dann abgebrochen worden ist, das weiß man bis heute nicht. Warum sie ihm den Kampf nicht gegeben haben. Yildirim ja auch eigentlich kein Schlechter. Gegen Canelo immerhin mal geboxt. Genau. Also Nikakojew, den darf man natürlich nie abschreiben. Der Kampf noch sehr, sehr jung. Unser längster Kampf des Abends. Und jetzt kommt er auch zum Ende der Runde noch mal besser rein. Ja, das war eine bessere Runde. Bueno, una segunda vuelta que pareciera que esta pelea no va a terminar porque tiraron con todo. Y más que todo, este Nikakojew fue más directo, ejerció una presión en donde el argentino con buenas combinaciones en los giros, con los hooks a la parte blanda y el cross de izquierda en el giro, también tuvo prevalencia en esta vuelta el muchacho de La Plata. Le duelen las manos al belga, el argentino se acomodó muy bien desde la contra también, en la primera vuelta estuvo más activo yendo al frente, sin embargo en esta, en donde el belga fue más directo, el argentino también tuvo el libreto para descifrar esa incógnita por parte de Nikakojew. Buena vuelta, bien planteada por Luciano Cuello desde la esquina. Right. 30 Sekunden rum in Runde 3. Und da ist die schöne Rechte von Maderna. Da rennt er wieder in den Führungshand seitwärtshaken. Gegen Krasniqi war er ja auch offensiv gut und defensiv gab es aber auch diese Momente, wo er dann eben zu offen war. Richtig. Und sowas kann man manchmal mit in der Kürze der Zeit, im Trainerwechsel, halt nicht abstellen. Schwierig, vor allem, ja, es ist nicht so lange, halbes Jahr. Halbes nicht Jahr. Mal das Training bei Cortisi deutlich kürzer. Ja, und das sollte er nicht machen, so hinterherfallen, reinschürzen. Das sind so die gefährlichen Momente. Wenn er ein bisschen besser steht, dann nimmt er meistens immer seinen Führungshandhaken mit.
Und der trifft ja sehr, sehr gut, wie wir schon gesehen haben in den ersten beiden Runden. Ja, die klaren Treffer einfach ganz klar bei El Olimpico. Was für ein toller Name übrigens von Moderna. Ja, das können die Argentinier auch. Ja. Hat mir im Vertrauen gesagt im Telefonat, immer sonntags trifft er sich mit seinen 5 Brüdern beim Vater noch. Da gibt es ein schönes argentinisches Steak in La Plata. Also wirklich auch eine Kampfsportfamilie. Brüder machen auch Kampfsport. Hat sich richtig gefreut hier auf den Kampf. Und liefert bisher auch ab. Eine Minute noch, Runde 3. Ja, wieder den Haken. Da. Und da geht er zu Boden. Heftiger Treffer. Und das war's. Von Moderna. Das ist richtig Zeit. Ist zumindest wieder da, 40 Sekunden. Noch kann er die überleben. Ah. Das ist jetzt die Frage. Moderna wird das cool machen mit all seiner Erfahrung. Wird da nicht so wild reingehen. Nächster guter Treffer vom Argentinier. Nikakojew muss sich bewegen. Darf er nicht reinlaufen. Das ist zu viel. Die Ringseile retten ihn. Nein, der Kampf ist beendet und ist auch richtig Kampf so. Abbrechen. So ist es. Ja. Das waren zu klare Treffer. Sah kurz so aus, als würde es da noch weitergehen, weil er ihn in die neutrale Ecke geschickt hat. Aber das war's. Das war's. Boah, das ging jetzt. Y se lo dije, el cross de izquierda lo sentía. El de la Plata lo aplicaba a la perfección. Sí, la música de fondo, tengo miedo por el tema de copyright. Me voy despidiendo, muchas gracias por la conexión y contentísimo con la victoria del muchacho de La Plata.